Muss ich leider hier unten erstmal gucken. Ich meine, da gibt's noch Seelen. Allein die muss er schon mal einsammeln. Die neuen Arts sehen eigentlich auch ganz cool aus, die ich reingetan habe. Gut, man muss natürlich auch bedenken, dass ich ja den Schwierigkeitsgrad zwischendurch hochgestellt habe. Deswegen, ich glaube, hier einfach an allen vorbeirennen, kann ich wahrscheinlich mir nicht mehr unbedingt erlauben. Huch! Deswegen kein Wunder, dass wir ab und zu mal so ein kleines bisschen länger brauchen. Meine Güte. Kommen Sie mal her. Ja. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, was Rokuro für Arzt hat, aber passt schon. Aua, wie nervig. Aua. Nee, wenn die nächstbesten ist. Oh, okay, ich wechsle einfach alle einmal durch. Kein Ding. Was explodiert denn da die ganze Zeit? Die Gegner explodieren. Was zur Hölle? Die Luft gejagt. Ja. Ja, der Wasserdungeon war aber auch extrem anspruchsvoll, so im Vergleich. Ach, guck mal, da ist auch zu. Also der war schon nicht so nett. Da habe ich schon ein bisschen länger gehangen. Nur ich frage mich halt manchmal, wenn da eh direkt Fackeln neben der Tür sind, die man einfach nur eben anzünden muss, ob man nicht auf das Rätsel auch einfach ganz hätte verzichten können. Oh, das ging schnell. Aber ich finde es schön, wie viele Leute heute zwischendurch nochmal so reinschneien im Laufe des Streams. Das ist immer so die Frage bei so storylastigen Spielen, die halt auch schon so weit fortgeschritten sind, ob es dann überhaupt noch so viele Leute gibt, die dann zwischendurch einfach mal so reinkommen oder ob die meisten Leute einfach von Anfang an dabei sind und die nicht von Anfang an dabei sein können, ob die entweder gar nicht gucken oder den Stream einfach komplett nachgucken. Deswegen finde ich es schön, dass so viele Leute heute nochmal so ein bisschen reingucken. Auch wenn ihnen vielleicht der Kontext hier und dort etwas fehlt. Da kam Eisen und hat einfach den Gegner platt geschossen. Finde ich gut. Flupp. So. Wo komme ich denn jetzt hier oben eigentlich hin? Aber das scheint mir eine Sackgasse zu sein. Auf der Seite zumindest. Okay. Das ist schon wieder recht groß, das Gebiet. Aber das heißt, wenn wir nicht gerade in Skits oder in Cutscenes reinlaufen, dass man sogar mal ein bisschen quatschen kann. Was ich auch immer ganz schön finde, bei solchen Projekten zwischendurch auch mal ein bisschen Zeit zu haben, um durchzuatmen und so ein bisschen über alles Mögliche zu quatschen. Klar, du musst immer so ein bisschen Angst haben, dass du gerade über ein wichtiges Thema redest und zack, kommt random ein Gespräch, mit dem du nicht rechnen konntest und du wirst unterbrochen. Das schon. Aber abseits davon. Ich hätte aber gerne mal wieder einen etwas größeren Gegner, dass ich mal ein Mystic Art rausballern kann. Das hatten wir nämlich heute auch, glaube ich, noch gar nicht. Ansonsten nehme ich einfach... Okay, alles mit, was ich so finden kann. Ja, wir schaffen eigentlich so in jedem Stream so ein Gebiet, einen Story-Abschnitt. Eigentlich ganz gut. Die Dungeons dauern halt sehr oft so eine Stunde oder so. Da passt das eigentlich immer gut. Also heute Morgen war ich gar nicht so motiviert zu streamen. Was aber vielleicht auch einfach ein bisschen damit zusammenhängt, dass aktuell das Wetter halt einfach tagtäglich grau und trist und dunkel ist. Es wird irgendwie gar nicht hell. Du stehst morgens auf und es ist düster draußen. Es ist bewölkt, es ist kalt, es ist windig, es regnet, es ist einfach Deswegen, ja, aber so, als das Stream dann losging, abseits von meinem kleinen, von dem kleinen Eklat-Vorfall vor dem Stream, weswegen ich ein bisschen später kam. Der Eklat-Vorfall. War ich dann doch wieder sehr motiviert, als es losging. Ja, du hast mich motiviert. Ich hatte heute übrigens auch ein sehr gutes Timing. Wir haben ein Paket erwartet. Und jeder von euch...
kennt das vermutlich, man achtet vielleicht beim Bestellen im besten Fall schon darauf, dass man es an einem Tag liefern lässt, wo man auch zu Hause ist. Wenn beide halt nicht zu Hause sind, natürlich immer so ein bisschen doof. Wer weiß, ob irgendein Nachbar das annimmt, wenn man zur Post zu latschen, ist halt auch immer so ein bisschen doof. Deswegen haben wir extra darauf geachtet, dass es heute kommt, wo ich zu Hause bin. Nur ist dann halt sehr oft so, dass der Postbote so zwischen, keine Ahnung, 10 Uhr vormittags und 20 Uhr abends kommt. Und du keine Ahnung hast, wann genau. Und dementsprechend ist es dann immer so eine Sache, wenn du vielleicht mal auf die Toilette möchtest oder dich duschen möchtest oder so, dann natürlich genau das Timing abzupassen, dass es nicht passiert, wenn es an der Tür klingelt. Ich habe einfach jedes Mal Angst, dass ich mein Paket verpasse. Nur wollte ich jetzt auch nicht ewig lange warten, weil ich vorm Stream gerne nochmal duschen wollte und deswegen musste ich es irgendwann tun. Und tatsächlich war es heute so, in dem Moment, wo ich fertig mit allem war, nur meine Haare hochgesteckt hatte und quasi gerade fertig war, hat an der Tür geklingelt. Ich hatte, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein so gutes Postboten-Timing wie heute. Hätte keine Sekunde länger brauchen dürfen. Das Lustige daran ist, wir haben uns eigentlich, als wir hier damals eingezogen sind, so die grundlegenden Küchenutensilien gekauft, beziehungsweise sie wurden uns gekauft. Heißt, so an elektronischen Geräten hatten wir eigentlich nur eine Mikrowelle und einen Toaster und eine Küchenwaage. Ende. Und ich habe auch eigentlich im Laufe der Zeit nie wirklich viele neue Küchenutensilien gekauft, außer einen Mixer vor ein paar Monaten. Und jetzt, glaube ich, innerhalb von einer Woche haben wir 3 neue Küchengeräte bekommen. Ich bin maßlos überfordert damit. Wir haben uns nämlich letzte Woche eine Brotschneidemaschine gekauft, weil ich jetzt hier öfter mein Brot selber backe und Jan es ziemlich ätzend findet, das Brot mit der Hand zu schneiden. Aber die ist noch nicht aufgebaut. Dann habe ich mir vor ein paar Tagen einen Pürierstab gekauft, weil unser Mixer nicht alles hinkriegt. Ist ja auch eher für Smoothies gedacht und das echt ätzend ist, manches mit der Hand irgendwie zu versuchen platt zu machen oder mit einem verstopften, schwachen Mixer. Deswegen habe ich mir einen Pürierstab gekauft, der heute kam. Und ich habe am Wochenende von meinen Eltern noch eine Heißluftfritteuse bekommen. Dementsprechend habe ich jetzt 3 große Küchengeräte in der Küche stehen, original verpackt, die wir am Wochenende erstmal aufbauen dürfen. Also gut aufgestockt. Ich weiß gar nicht wohin, es passt einfach in keinen Schrank mehr rein. Die stehen jetzt einfach alle auf dem Kühlschrank aktuell. Die Sache ist, meine Mutter hat halt früher an meiner Heißluftfritteuse gehabt, auch als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und die ist halt kaputt gegangen, hat sich eine neue gekauft und hat mir dann ganz stolz erzählt, dass sie eine neue Fritteuse hat. Und sie hatte dann das Gefühl, dass gerade Jan Interesse an dieser Fritteuse hatte. Und meine Mutter ist halt jemand, ich würde halt nie zu meiner Mutter gehen und Geld schnorren. Würde ich nie machen. Also ich würde nie irgendwie versuchen, bei meiner Mutter irgendwas abzugreifen, sei es jetzt finanziell oder materiell. Mache ich nicht. Also gar nicht, finde ich ätzend. Und ich glaube deswegen, wenn meine Mutter das auch weiß, macht sie uns gerne mal zwischendurch eine Freude, weil sie weiß, dass wir das nie ausnutzen würden. Und deswegen ab und zu kauft sie uns vielleicht mal irgendwie random was oder bezahlt vielleicht mal, wenn wir irgendwo zusammen sind, irgendwas. Einfach weil sie halt genau weiß, dass ich es halt nie ausnutzen würde und nie irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin halt kein Scumbag bei sowas. Ich finde das ganz furchtbar, die eigenen Eltern auszunehmen. Und deswegen, ja, weil sie das Gefühl hatte, Jan hat Interesse dran gehabt, hat sie einfach 1:1 nochmal die gleiche Heißluftfritteuse gekauft und uns geschenkt. Das fand ich voll lieb. Die müssen wir auf jeden Fall bald mal einweihen. Aber das Ding ist riesig, deswegen, da habe ich erst recht keinen Platz für. Oh! Sieh mal einer an. Den kenne ich doch. Also zumindest so in der Art. This Nordahl. It looks a lot like Grimoire and Bienfu, but there's something different about it that I can't quite put my finger on. I agree. Those two are positively gloomy, but this doll seems calming, yet glamorous too. Like I said, a quiet radiance. Yeah. You think so? I think it's more lethargic or absent-minded. Like I can't tell what's going on in its head. Either way, I'm 1,000 times cuter than that thing. What's cute about you?
People who keep their faces covered are creepy. I don't know. There's definitely something off about it. It's charming, but a little ominous. Like I can never entirely be at ease around it, if that makes sense. You think so? Actually, I think it's cute. It reminds me of a little baby. You think this looks like a baby? I remember when my sister was about as small as that doll. She had the tiniest little hands, and she tried to grip my pinky as best she could. Really? I'd take my pinky with her fingers wrapped around it and poke her cheek, and she'd just be all smiles. I swore to myself I'd always do whatever I could to protect her. Once she got a little older and started fixing meals, lots of weird things began to happen around us. Wherever we went, she was in danger. Demons attacked us. A dragon tried to kidnap her. That's when I first realized what it was that I carried. That the cause of all my sister's pain was my blessing, my Reaper's curse. So, you left her behind and went on your search for a way to break the curse. Right. And that's when I met Eifried. It was from him that I first heard about the Nordals. He thought the stories about them were all just baseless rumors. I guess we'll never know for sure unless we gather them all. But... Hmm? What is it? I think something good will happen once they're all together. Why do you say that? Well, because we found this doll, you shared some of your past with us. That makes me kinda happy. So I think we should get the other three, so more happy stuff happens. Hard to argue with you there. No. Das war voll cool, da so ein bisschen Backstory zu Aizen und seiner Schwester zu bekommen. Aber richtig süß. Und um Steve mal ein bisschen zu helfen, auch wenn es wahrscheinlich recht offensichtlich ist. Also, Bienfu, der kleine Norman mit dem lustigen Hut, den wir gerade gesehen haben, den du schon identifiziert hast, männlich. Na? Ansonsten, hier, Rokuro, männlich. Eleanor, weiblich. Magilu, weiblich. Aizen, männlich. Larfiset, männlich. Velvet, weiblich. Ich glaube, das meiste war klar. Ich weiß nicht, ob Larfiset so klar war. Wahrscheinlich nicht. Aber der Rest zumindest. Deswegen habe ich es dir nochmal gesagt, weil ich mir sicher war, dass du bei Larfiset vermutlich dir unsicher bist. Aber ja. Einmal zum Mitschreiben. Bevor du irgendwas Falsches sagst, habe ich dich einmal aufgeklärt. Er ist halt noch sehr jung, deswegen hat er halt auch eine recht hohe Stimme. So, das war jetzt die Seite. Dann müssen wir zurück auf die andere. Flupp. Es ist halt manchmal, auch wenn man das Spiel so gar nicht kennt, auch schwierig. Aber wenn man mit den Charakteren natürlich das ganze Spiel über zusammen warst und auch deren Introduction gesehen hast, dann, ne, weißt du es zwangsläufig, aber wenn du so dazukommst nach 13 Streams zu dem Spiel, dann ist das ein bisschen schwieriger. Die Sache ist, wo lande ich denn hier oben jetzt? Da geht's auch weiter. Und in der Mitte auch. Ich glaube, ich gehe erstmal, aber hier ist der Geoboard-Punkt, das ist schon mal gut. Flug, aber ich weiß nicht, es sieht hier so optional aus. Bin mir so unsicher, wo ich hin möchte. Und bevor jetzt irgendwer das meint, ich möchte natürlich keine Geschlechterdiskussion lostreten. Wenn sich irgendwer unter euch mit keinem der beiden eben genannten Geschlechter identifizieren kann, also männlich und weiblich, dann ist das vollkommen in Ordnung und ich möchte niemanden deswegen diskriminieren. Jeder soll letztendlich so leben, wie er, sie, es oder wie immer ihr euch ansprechen lassen möchtet, glücklich ist und gut ist. Aber in diesem Spiel würde ich schon behaupten, dass die Charaktere männlich oder weiblich sind. Vielleicht gibt es mittlerweile Spiele und vielleicht wird es auch später Spiele geben, wo es quasi Charaktere gibt, die sich eher mit einem dritten Geschlecht oder vierten, fünften, achtzehnten Geschlecht identifizieren. Aber hier ist es, glaube ich, noch nicht so weit. Das an dieser Stelle auch einmal gesagt.
Dann guten Heimweg, Steve. Falls du das noch gehört hast. Die Tür von einer unbekannten Macht versiegelt. Ja, so kann man die Tür auch zumachen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt irgendwer von euch sich angegriffen gefühlt hat, aber ich wollte es mal gesagt haben. Unbekannte Macht nennt sich Schlüssel. Ja. Ich glaube auch. Also mittlerweile ist es ja auch schon so, dass es teilweise auch homosexuelle Pairings gibt in Videospielen oder auch in Anime oder Manga oder so. Oder wenn ich es nicht ganz korrekt ausspreche oder die ganz korrekte Bezeichnung nicht kenne, tut mir das leid, das ist keine Absicht. Oder auch transsexuelle Leute. Ich bin nicht so ganz in der Materie drin. Nicht, weil ich mich das nicht interessiert oder ich mich davon distanziere. Es ist halt, ne, bin da einfach nicht so ganz drin. Aber auf jeden Fall, dass diese, ich sag mal, Minderheiten, mehr oder minder. Da auch, ja. Aber dass, ne, sowas auch repräsentiert wird, finde ich auch sehr schön und sehr wichtig. Und ich glaube, das wird auch immer mehr werden. Nur ich glaube, es hat halt schon sehr lange gedauert, bis wirklich homosexuelle Pairings in Spielen vertreten waren. Oder wie gesagt, transsexuelle Charaktere oder sonst irgendwas. Das hat halt auch schon alles ein bisschen gedauert. Deswegen glaube ich, bis halt tatsächlich Charaktere eingeführt werden, die sich dann eher mit einem dritten Geschlecht identifizieren, wird es vermutlich noch ein bisschen dauern. Und es wird wahrscheinlich auch immer eher ein kleiner Bruchteil bleiben bei Spielen. Aber wenn es so oder so zumindest ansatzweise mal drin vorkommt, finde ich es cool. Ich finde es halt immer schade, wenn Leute sich darüber beschweren. Zum Beispiel in Fire Emblem Fates, da gibt es ja auch schwule und lesbische Pairings. Und die Leute haben sich dann darüber beschwert, dass es nicht mehr gibt. Anstatt einfach mal glücklich zu sein, dass es überhaupt repräsentiert wird. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Also klar, es könnte immer mehr sein, ja. Und ich bin auch dafür, dass es eigentlich absolut kein Thema mehr sein sollte. Aber wie gesagt, ich bin einfach froh über alles, was es irgendwie in Videospiele reinschafft, weil ich das einfach schön finde. Und wenn ich mal irgendwas sage, was nicht korrekt ist in Bezug auf die Begriffe, dann seid euch sicher, ich weiß es einfach nicht besser. Ich kenne mich da nicht so gut aus, ich möchte da niemanden diskriminieren oder so. Mir ist es letztendlich sowas von egal, ob jemand sich als Mann oder als Frau sieht oder als irgendwas anderes, ob jemand homosexuell ist oder ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Ich sag immer, solange es nicht illegal ist, ist es mir egal. Das ist wirklich so. Solange, wie gesagt, eure Identifikation oder eure Sexualität nicht illegal ist, ist es mir egal. Und das ist gar nicht abwertend gemeint, es sollte für mich einfach nur kein Thema sein. Letztendlich, wenn ich euch mag, dann mag ich euch einfach als Mensch, ist es mir auch vollkommen egal, mit wem ihr nachts ins Bett steigt. Das ist so meine Einstellung dafür. Also ich sehe das eigentlich sehr, sehr locker, muss ich sagen. Lustigerweise gab es in der Vergangenheit trotzdem manchmal noch Leute, die sich sehr angegriffen gefühlt haben und dann meinten, ob ich irgendwie homophob wäre oder sonst was. Obwohl eigentlich klar sein sollte aus den Streams heraus, dass ich das komplette Gegenteil bin. Es könnte mir nicht egaler sein. Aber trotzdem, ich glaube, manche Leute sind da einfach immer sehr empfindlich und sehr schnell getriggert von Dingen, die gar nicht so gemeint waren. Deswegen, wenn ich sowas Heikles anspreche, dann sage ich es lieber dabei, nach dem Motto, hey, es ist absolut nicht böse gemeint. Weil ich lerne ja auch immer dazu. Und ich kenne zwar auch ein paar Leute, die eben in diesen Punkten ein bisschen, ich sag mal, herausstechen, weil ich sag mal, logischerweise ist es gar nicht böse gemeint, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist nun mal natürlich eine Tatsache, dass homosexuelle Leute in der Unterzahl sind. Was vermutlich, klingt jetzt gemeiner, als es soll, aber es ist wahrscheinlich auch gut so, weil irgendwie müssen wir uns natürlich auch fortpflanzen und dementsprechend, wenn es natürlich nur Männer und Männer und Frauen gäbe, wäre das natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich sehe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand für sich entscheidet, dass er das eigene Geschlecht lieber mag. Ne? Warum nicht? Wo die Liebe hinfällt? Jetzt nichts Falsches sagen, es ist echt so. Aber es ist doch nun mal auch eine Tatsache, wenn es, ne? Irgendwie müssen wir uns ja vermehren. Klar, künstliche Befruchtung geht schon, aber, ne?
Auf jeden Fall sind die ja noch in der Unterzahl. Deswegen kann ich das, glaube ich, auch so sagen. Ich kenne halt auch Leute, die eher zu dieser Minderheit gehören. Und das ist, wie gesagt, auch nicht abwertend gemeint. Es ist eben einfach eine Tatsache, dass diese Leute nicht so extremst repräsentiert und verbreitet sind. Logisch. Wie gesagt, da kenne ich auch Leute und es ist mir einfach vollkommen egal. Es ist halt ein sehr schwieriges Thema, weil mit allem, was du sagst, kannst du dich potenziell extremst in die Bredouille reinreiten und extremst, ja, ich weiß, es ist so, als wenn du ohne Topflappen an einem heißen Herd bist. Ein falsches Wort und du verbrennst dich. Aber seid euch sicher, egal was ich sage, es ist nicht böse gemeint. Man kann halt vieles einfach nicht perfekt ausdrücken. Allein wenn ich jetzt sage, homosexuelle Paare sind in der Minderheit. Minderheit klingt halt oftmals so negativ, obwohl es das gar nicht ist. Ne? Es ist halt schwierig, darüber zu reden. Ich weiß, dass 99% von euch das nie böse auffassen und genau wissen, was ich meine. Aber dieser eine Prozent, der es nicht weiß, der ist manchmal sehr fatal. Deswegen bemühe ich mich da eigentlich nicht drüber zu reden oder wenn ich drüber rede, sehr vorsichtig. Und das ist eigentlich schade, weil ich finde dieses ganze Thema, diese ganze Vielfältigkeit, sei es jetzt verschiedene Religionen, verschiedene politische Ansichten, Sexualitäten, Geschlechter und so weiter und so fort, ich finde es eigentlich wichtig, darüber zu reden. Ich finde es wichtig, dass sie repräsentiert werden und wenn wir wollen, dass solche Sachen einfach vollkommen normal werden im Alltag und nicht als irgendwas Außergewöhnliches hervorstechen, dann müssen wir darüber reden. Flupp. Aber dann wiederum, wenn wir darüber reden, dann laufen wir Gefahr, dass Leute uns das übel nehmen. Also das ist ganz schwierig, tatsächlich. Casten Sie bitte nicht. Diese Magier sind schon nicht so meine Freunde. Ich sehe alles. Ich hab alles im Blick. Darum probiere ich es jetzt gar nicht. Es wird sich eh jemand angegriffen fühlen. Ja, ich möchte da ja eigentlich drüber reden, weil ich möchte, dass sich hier jeder in den Streams wohlfühlt und ich möchte auch nicht, dass jemand Angst hat, sich zu outen. Ich meine, wenn ihr euch nicht outen möchtet, dann müsst ihr es natürlich nicht machen, um Gottes Willen. Das ist mir gleich. Ihr müsst es mir nicht sagen. Aber wenn ihr das Bedürfnis habt, mitzuteilen, hey, ich bin schwul, zum Beispiel, dann will ich nicht, dass irgendwer Angst davor hat. Dann will ich, dass jeder von vornherein weiß, das ist okay. Überhaupt kein Problem. Ihr könnt da offen drüber reden. Wenn euch dafür jeder blöd anmacht, oder wenn euch dafür jemand hier blöd anmacht, dann werde ich mich da schon drum kümmern, keine Sorge. Deswegen ist es einfach wichtig, dass niemand Angst hat, zu seinen Ansichten und zu seinem Leben und zu seinem Dasein zu stehen. Und deswegen ist es mir eigentlich wichtig, darüber zu reden. Ne? Aber es ist manchmal schwierig, die richtigen Worte zu finden. Ich finde, allein in der Art, wie Svenja sich ausdrückt, hört man, dass sie äußerst aufgeschlossen darüber und allgemein redet. Ich versuche es auf jeden Fall, aber das freut mich, wenn das so rüberkommt. Ich finde das einfach schade, wenn das in der heutigen Zeit noch so schwierig ist. Ich kann das verstehen bei der Generation meiner Großeltern und meiner Eltern, dass das einfach noch nicht so angekommen ist, weil das damals einfach nicht so ein Thema war in deren Jugend und die das einfach nicht anders kennen. Aber ich finde, gerade unsere Generation, die damit in gewisser Weise aufgewachsen ist, sollte schon aufgeschlossen sein dem gegenüber. Und deswegen versuche ich das auf jeden Fall auch zu vermitteln. Jan könnte das perfekt einfach zusammenfassen. Wenn er nämlich über das redet, was ich die letzten 15 Minuten erzählt hätte, wäre das wahrscheinlich so ein Satz. Jo, ist mir egal. Vögelt, wen ihr wollt. Ende. Das wäre Jans Erklärung dafür. Ja, scheißegal. Wen die jetzt im Bett haben wollen oder wen sie nicht im Bett haben wollen oder was sie im Bett haben wollen, je nachdem. Ich weiß ja nicht, auf was die Leute alle so stehen. Ja. Mich interessiert's nicht. Na? Mich interessiert, was die Leute im Chat schreiben. Und solange sie nicht ihre Bettgeschichte im Chat schreiben, je nachdem, was es ist, ist mir egal. Ja. Punkt. Aber ich glaube, das Thema hatten wir generell schon sehr oft in den Streams, dass sowieso
niemand das Recht hat, über euch zu urteilen. Nur Menschen haben leider die dumme Angewohnheit, immer alles zu verurteilen. Das heißt, wenn ihr irgendwas in deren Augen falsch macht und ihr ändert das und dann macht ihr es richtig, dann macht ihr garantiert irgendwas anderes im Umkehrschluss dafür falsch. Ihr könnt es nie jedem recht machen. Das ist nicht möglich. Deswegen macht es in erster Linie euch selber recht. Das ist sehr viel wichtiger. Natürlich ist es auch wichtig, dass es den Leuten um euch herum gut geht. Ja, natürlich. Aber in erster Linie, ihr lebt mit euch 24/7. Ne? Und deswegen ist es einfach super wichtig, dass es euch gut geht. Und dass ihr das macht, was euch glücklich macht. Natürlich, Jan steht für mich auch an erster Stelle. Ja, aber abseits davon, wenn ich jetzt nicht unbedingt meine Familie und meine Freunde nehme, bei allen anderen Leuten gilt halt einfach, ich helfe gerne, ich bin gerne nett zu anderen Leuten, aber irgendwo muss ich immer noch an erster Stelle kommen und ich werde mich nicht unglücklich machen, nur um andere Leute glücklich zu machen. Deswegen, euch verurteilt sowieso jeder für alles, was ihr tut. Deswegen könnt ihr auch getrost einfach drauf scheißen, was andere Leute sagen. Wie gesagt, ihr bekommt so oder so dumme Kommentare. Und dementsprechend sollte niemand andere Leute für das Äußere verurteilen oder für die Identität einer anderen Person. Da kriege ich einfach so das Kotzen. Und das möchte ich hier auch einfach gar nicht haben. Und deswegen bemühe ich mich auch einfach immer, positive Stimmung zu verbreiten. Ich meine, klar, hallo, das war ein geiler Effekt. Ich mecker auch. Das gehört auch dazu. Aber trotzdem insgesamt eine positive Grundstimmung in den Streams, auf Discord und gucken, dass sich alle wohlfühlen. Und wenn ihr wirklich mal ein Problem habt, sei es jetzt in Bezug auf die Streams, auf den Server allgemein, dann könnt ihr auch immer Bescheid sagen. Also, das kriegen wir schon alles zusammen hin. Das war, aber habt ihr den Effekt gesehen? Plötzlich war irgendwie alles bunt eingefärbt. Das war schon stylisch. Passend dazu, bald ist ja auch wieder Stream Week. Also wenn ihr es live guckt, wenn ihr die Aufzeichnung guckt, dann ist die Stream Week vielleicht auch schon vorbei. Und dann habt ihr vielleicht mehr coole Streams zum Nachgucken. Weil wir haben ja jetzt auch schon wieder Anfang Oktober. Und wir machen ja die letzten Jahre über Halloween immer eine Stream Week. Das heißt, da haben wir auch wieder ein cooles Event, wo wir viel zocken und quatschen können und motiviert und positiv reinstarten können. Ihr habt nichts gehört. Und einfach eine geile Zeit haben können. Und allein sowas finde ich halt wichtig. Um sowas zu machen, um in der Community einfach eine geile Stimmung zu verbreiten. Möchtet ihr übrigens schon mal wissen, wann die Stream Week anfängt? Also ich meine, den Plan dafür, den werdet ihr natürlich ein paar Tage vor Beginn dann bekommen. Aber es wäre vielleicht schon mal ganz cool zu wissen, wann die ist. Was gespielt wird natürlich nicht. Das kommt dann kurz vorher, da kann man sich dann ja auch spontan drauf einstellen. Wir haben uns zumindest schon mal drauf geeinigt, wann die anfängt. Was gespielt wird, wissen wir selber noch nicht. Nein, ja du weißt ja auch schon, wann die ist, Ali. Auf jeden Fall, die diesjährige Stream Week startet am 23.10. und geht bis zum 1.11. Ja, fängt also ein bisschen früher an als vielleicht gedacht. Also oftmals ist ja Halloween eher am Anfang der Stream Week. Diesmal ist Halloween eher am Ende, aber da hat Jan eben Urlaub. Deswegen ab dem 23. gibt es dann die nächste Stream Week. Und ihr werdet dann natürlich kurz vor der Stream Week dann den Plan bekommen, was gespielt wird. Und wenn ihr fleißig wart beim Stream gucken, dann wisst ihr, dass ich im letzten Fire Emblem Stream war das, glaube ich, über ein potenzielles neues Community-Projekt gesprochen habe für die Weihnachtszeit. Und ich habe das so ein bisschen auch mit dem Wachdienst durchgesprochen. Und wir werden das höchstwahrscheinlich auch auf die Beine stellen. Dementsprechend werden dazu im Laufe des Monats auch noch ein paar Infos kommen. Beziehungsweise im nächsten Monat dann ein bisschen was Konkreteres. Also da, diesen Monat wird geil. Das haben jetzt nicht viele Leute gehört, bei Berseria, aber trotzdem. Wie Medissa been acting? She's calm. It looks like letting her in on the truth worked as well as we thought it might. Good. Maybe she'll be easier to control now.
you? Hi, Anna. Erstmal die Caster, bitte. Also das ist so, das glaube ich jetzt so die kleine Belohnung dafür gewesen für die Leute, die Berseria aktiv gucken. Weil ich weiß, es ist wie gesagt nicht so das allerbeliebteste Projekt, weil es einfach so extrem lang ist und wahrscheinlich viele Leute einfach den Anschluss verloren haben. Ja. Aber ja, es ist so ein bisschen die Belohnung für die Leute, die aktiv, wie gesagt, auch die längeren Projekte gucken. Die haben jetzt die Insider-Infos bekommen. Und alle anderen müssen warten, bis ich sie irgendwann mal auf Discord poste, kurz bevor es soweit ist. Aber letztendlich ist ja auch eigentlich vollkommen egal, wie viele Leute zugucken. Ich hab Bock zu sterben, scheinbar. Aber ich hab wieder... Stimmt, ich wollte gerade sagen, ich hab wieder 30 Tränke des Lebens, aber ich bin ja vom Speicherpunkt wieder losgezogen. Ich hab Bock, Berseria zu spielen und ich bin dankbar... für jeden, der mit zuguckt. Und ich sag mal, ich würde es sowieso spielen. Deswegen ist es eigentlich vollkommen egal, wer dabei ist. Die Leute, die gucken wollen, sind herzlich eingeladen. Ich bin schon wieder tot. Warum sterbe ich heute so oft? Ich glaube, das liegt eher an diesen gemeinen Magiern. Immerhin bin ich immer sofort wieder auf den Beinen. Das ist auch schon mal viel wert. Nee, aber es sind immer viele coole Leute am Start und es wird auch immer aktiv mitgechattet bei Berseria. Von daher gesehen, mehr kann ich eigentlich gar nicht verlangen. Ich glaube, hier merkt man den angehobenen Schwierigkeitsgrad zum ersten Mal tatsächlich ein bisschen. Vorher eigentlich nie so wirklich. Man kann nichts verpassen an Infos, wenn man alle Streams schaut. Richtig, und wenn ihr sogar subbed seid, dann bekommt ihr noch nicht mal Werbung. Das heißt, ihr verpasst erst recht nichts. Der Double Sellout. So, was habe ich da jetzt an Ausrüstung bekommen? Da ist fertig. Habe ich da noch was Neues? Ah, hier, das kann ich nehmen. Paralyzed, Dankeschön für 24 Monate Treue. Ansonsten. Da. Das scharfkantige Papier. Die Saturntasche. Da haben wir die noch. Da können wir den nehmen. Da hatten wir nichts. Da bist du noch zugange. Haben wir nach unten hin noch was? Nee, dann die hier. Subaru, danke schön, dass du 5 Subs verschenkt hast. Super lieb von dir. Und euch natürlich viel Spaß mit euren Emotes. Da haben wir jetzt das Läuferglück. Aber das hat ja Velvet aktuell. Okay. Du. Tipp. Aber du kannst die gerne mal nehmen. Okay. Einmal durchgeguckt. Hi, na? Gut, ich kam das Gespräch halt einfach im Kampf. Ist auch okay. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Zum einen haben wir halt echt lustige Skits, über die wir zusammen lachen können. Wir haben auch ein bisschen Story, was immer ganz schön ist. Und während dem Erkunden kann man einfach über alles Mögliche quatschen. Ich finde es auch einfach schön, dass es so positiv ist. Ich meine, in den aktuellen Zeiten ist eh schon genug, worüber man sich aufregen kann. Dann muss man das ja in den Streams nicht noch machen. Kommen Sie her. Okay.